An Europas westlichster Küste, mit ihren schroffen Felsen, ist der Atlantik ständiger Begleiter. Hier erstreckt sich Portugal, das Land der Seefahrer und großen Entdecker. Der Wind nimmt Anlauf über dem Meer. Ehemalige Fischerdörfer sind heute geschichtsträchtige Seebäder. Im Hinterland ragen Paläste und zinnenbesetzte Burgen auf. Mit fast 900 Jahren ist Portugal der älteste Nationalstaat des Kontinents. An den Ufern des Tejo, Lissabon, die Hauptstadt. Von hier stachen vor einem halben Jahrtausend die Entdecker einer neuen Welt jenseits des Horizonts in See. An 300 Tagen im Jahr scheint die Sonne an den weiten Stränden im Süden des Landes. Im Norden tiefer Glaube und Pilgerorte. Fast alle der 10 Millionen Einwohner sind katholisch. Portugal, im Spannungsbogen zwischen großer Geschichte und den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. An der Mündungsbucht des Tejo erstreckt sich die Hauptstadt Lissabon. 500.000 Menschen leben hier. Im Großraum sind es rund 3 Millionen. Ein verheerendes Erdbeben legte um 1755 die Stadt in Schutt und Asche. Die Menschen zweifelten an ihrem Gott. Erster Glanzpunkt des Wiederaufbaus wurde der Praça de Comércio mit der Reiterstatue Manuels I. Hinter dem Platz dehnt sich die Baixa, das Altstadtviertel, aus. Am Triumphtor beginnt die Rua Augusta, Lissabons beliebte Einkaufsstraße und Fußgängerzone. Auf der schnurgeraden Straße wechseln sich Modeboutiquen mit Cafés ab. Im Vergleich zu anderen Ländern in Westeuropa sind die Löhne in Portugal relativ gering. Dennoch verdienen die Lissabonner besser als die Menschen in anderen Landesteilen. Die Straßenkünstler hoffen auf ein gutes Geschäft mit ausländischen Besuchern. Schuhpolierer hingegen machen ihren Umsatz mit Einheimischen. In einer Nebenstraße ragt der Elevador de Santa Justa empor. Der stählerne Aufzug wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von einem Schüler Gustav Hefels gebaut. Bequem geht es 35 Meter aufwärts in die Barrio Alto, die Oberstadt. Nochmals 10 Meter höher, die Aussichtsplattform. Der Tejo und Lissabon liegen zu Füßen. Über dem Häusermeer liegen das Castelo de São Jorge und das Convento da Graça. Der Rossio mit seinem schimmernden Mosaikboden erstrahlt in altem Glanz. Fast alle Narben des Erdbebens sind verheilt. Fast. Am Eingang zur Oberstadt steht das Gerippe der Igreja do Carmo. Als der Boden bebte, wurden von den Trümmern Gläubige erschlagen, brennende Kerzen lösten verheerende Brände aus. In den Gassen und Plätzen der Oberstadt liegt Musik in der Luft. Die gute Laune ist ansteckend. Eine Freundlichkeit, die von Herzen kommt. Das Geld ist Nebensache, solange der Lohn und das Trinkgeld zum Leben reichen. Im Stadtteil Xiadu
ließen sich seit jeher wohlhabende Bürger nieder. Schon vor 100 Jahren kehrten im berühmten Café El Brasileira Künstler und Gelehrte ein. Der große portugiesische Dichter Fernando Pessoa war Stammgast. Als flüssiges Lebenselixier wird gerne eine Bica, eine Tasse starken schwarzen Kaffees, getrunken. Abgerundet mit süßen Puddingtörtchen, den berühmten Pastéis de Belém. Hauptmeile in Chiado ist die Rua Garé. Das Publikum ist jung, der passende Ort, um für Trendprodukte zu werben. Eine Unterschrift auf der überdimensionalen Sonnenbrille und schon gibt's Rabatt beim Kauf in Normalgröße. Ein Muss für jeden Lissabon-Besucher ist eine Fahrt mit der Straßenbahn. Nostalgie auf Abruf. Noch quälen sich die museumsreifen Wagen, die Elektrikus die Hügel der Stadt hinauf. Die Linie 28 passiert gleich mehrere Sehenswürdigkeiten. Zur Hochsaison von März bis Oktober platzen die Wagen aus allen Nähten. Die Strecke führt am ältesten Kirchenbau Lissabons vorbei, die Kathedrale Sé Patriarcal aus dem 12. Jahrhundert. Die Ponte 25 Abril spannt sich über 2 Kilometer über den Tejo. Ihr Name erinnert an die Nelkenrevolution, als sich Portugal nach fast 50 Jahren von der Diktatur befreite. Cristo Rey auf einem 80 Meter hohen Betonsockel grüßt die einfahrenden Ozeanriesen auf dem Tejo. Der Reichtum lag hinter dem Horizont des Meeres. Das Denkmal der großen portugiesischen Entdeckungen hat sie alle versammelt. Könige, Kartografen und Seefahrer. Sie trieben im 15. und 16. Jahrhundert die Expansion Portugals voran. Der Turm von Belém, für die großen Seefahrer Magellan, Dias, Cabral, war er ein weithin sichtbares Zeichen einer glücklichen Heimkehr. Das goldene Zeitalter ist vorbei. Die ehemaligen Kolonien Portugals in Amerika, Afrika und Asien haben sich längst ihre Unabhängigkeit erkämpft. Viel Blut wurde vergossen. Hier werden die Soldaten geehrt, die in den Überseegebieten ihr Leben ließen. Die Standseilbahn Elevador da Gloria klettert seit fast 130 Jahren von der Praça dos Restauradores zum Bairro Alto hinauf. Anfangs wurden die Wagen mit Wassergewichten nach oben gezogen. Erst 1915 übernahmen Elektromotoren den Antrieb. Auf dem Hügel angelangt liegt die Baixa zu Füßen. Ein Panoramablick mit Einschränkung. Bis zu 200 Meter hohe Hügel versperren die Sicht auf andere Viertel. Es lohnt sich, öfters den Standort zu wechseln. Der Largo das Portas do Sol ist ein weiterer Aussichtspunkt. Von hier öffnet sich der Blick auf die Alfama. Einst begehrtes Wohnviertel begann der Niedergang im Mittelalter. Wohlhabende Bewohner zogen aus Angst vor Erdbeben weg. Nur die einfachen Leute blieben zurück. Der Alltag spielt sich zwischen kleinen Geschäften und Tavernen ab. Dringende Sanierungsmaßnahmen stehen an, aber es ist kein Geld da. Die Mieten waren lange Zeit staatlich auf niedrigem Niveau festgesetzt, sodass niemand in Wohnraum investierte. Hoch über der Alfama ragt strahlend weiß die Kirche Santa Lucia auf. Vom schattigen Laubengang geht der Blick auf den Hafen. Schon immer hat die Stadt ihr Gesicht dem Meer zugewandt.
Nostalgie für zwei kurze Wochen. Ein Dreimastsegler legt zur Kreuzfahrt ab. Das Museo di Marinha in Belna. Mehrere historische Schiffe sind zu sehen. Darunter Originalgaleeren aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Blattgold ziert das Heck der königlichen Barkasse. Diese Schiffe wurden nur zu Repräsentationszwecken genutzt. Für das offene Meer waren sie ungeeignet. Die großen Entdecker segelten auf schnellen Karavellen. Mit ihnen umrundete im 15. Jahrhundert Vasco da Gama die Südspitze Afrikas und erreichte später auch Indien. Dort, wo er in der Nacht vor seiner Abreise gebetet haben soll, ließ König Manuel I. das Hieronymus-Kloster errichten. Portugal war in dieser Zeit der kolonialen Eroberungen auf dem Höhepunkt seiner Macht, immer im Wettstreit mit seinem Nachbarn Spanien. Schlanke, achteckige Säulen mit filigranem Zierwerk überzogen tragen das Gewölbe der Klosterkirche. Hier hat Vasco da Gama auch seine letzte Ruhestätte gefunden. Das Grabmal wurde aber erst lange nach seinem Tod angelegt. Maurisch-byzantinische, normannische, orientalische und indische Elemente mischen sich im Kreuzgang mit den doppelgeschossigen Maßwerkbögen. In Belin reihen sich die Prachtbauten der goldenen Ära aneinander. Afonso de Albuquerque war der erste portugiesische Vizekönig von Indien. Hinter seiner Ehrensäule erhebt sich der Palast von Belin, ehemaliger Königssitz von João V. Heute residiert hier der portugiesische Präsident, bewacht von seiner Leibgarde. Im Ostflügel des Palasts, in der ehemaligen Reitschule, ist das Nationale Kutschenmuseum untergebracht. Die Gefährte aus Portugal, Italien, Frankreich, Österreich und Spanien stammen aus drei Jahrhunderten. Besonders prunkvoll die Barockkutschen des portugiesischen Gesandten am Heiligen Stuhl in Rom. Der vierrädrige Koloss bringt rund 5 Tonnen auf die Waage. Die moderne Seite der Stadt. Der Park der Nationen wurde 1998 für die Weltausstellung angelegt. Aus der Gondel geht der Blick über das weitläufige Gelände. Vorbei an moderner Architektur und den ehemaligen Pavillons der Gastländer. Der Park ist beliebt für Sport am Wochenende. Das Oceanario war der Mittelpunkt der Weltausstellung. Das riesige Wasserbecken ist 2 Stockwerke hoch. Platz für große Fische. Haie, Rochen und ein betagter Mondfisch gleiten durchs Wasser. Vier Themenparks entführen in unterschiedliche Klimazonen mit ihrer eigenen Tierwelt und Vegetation. 2 Stunden sollten für einen Besuch der weitläufigen Anlage eingeplant werden. Auch Bewohner der Antarktis haben im Oceanario ihren gut gekühlten Platz gefunden. Nebenan dreht ein Otterpärchen seine Runden.
Wenn am Horizont die Sonne versinkt, beginnt die zweite Tageszeit, das Lissabonner Nachtleben. Ab 22 Uhr finden von Frühjahr bis Herbst im Campo Pequeno Stierkämpfe statt. Das Spektakel ist umstritten, auch wenn die Bullen nicht ihr Leben lassen. Blutig ist es trotzdem. Diese Tradition wird selbstverständlich gelebt. Die Zuschauerreihen sind bis auf den letzten Platz gefüllt. Der Ablauf ist genau festgelegt. Im ersten Teil, der Cavalera, versucht der Reiter, dem Stier Lanzenspitzen in den Nacken zu stechen. Für eine kleine Verschnaufpause lenken andere Toreros den Stier mit der Kapsch ab. Pferd und Reiter müssen sich blind verstehen, sonst wird es für beide gefährlich. Die Matadore reiten einen Lusitano, das älteste Schlachtross der Welt, berühmt für seine Wendigkeit. Das Publikum bewertet Mut und Geschicklichkeit von Ross und Reiter. Es buht oder applaudiert. Der zweite Teil, die Päga. Ein unbewaffneter Forcado reizt den Stier mit Rufen. Er versucht ihn mit seinen Männern zum Stehen zu bringen. Das Verletzungsrisiko ist hoch. Der zweite Versuch. Geschafft. Der Stier bleibt am Leben, endet später aber doch beim Metzger. Die Stierkämpfe dauern bis Mitternacht, dann geht das Nachtleben erst richtig los. Beliebtes Ausgehviertel ist das Bairro Alto, die Oberstadt. Bars und Clubs reihen sich aneinander. Beschwingtes Nachtleben vermischt mit Weltschmerz. Er wird in den Fado-Liedern besungen. Darin drücken die Portugiesen ihr Lebensgefühl aus, die Saudade, die sehnsüchtige Suche nach etwas nie Gehabtem oder für immer Verlorenem. Seit über 150 Jahren wehen die melancholischen Töne durch Lissabons Gassen, bis weit über den Tejo hinaus. Wo das Land endet und das Meer beginnt, stürzt Europa steil in den Atlantik ab. Am Cabo da Roca, unweit von Lissabon, ragt Europas westlichster Punkt ins Meer, gesichert von einem Leuchtturm. Granit trotzt hier dem steten Anrollen der Ozeanwellen. Die Vegetation hat sich den starken Winden angepasst. Die stete, steife Brise bläht an den umliegenden Stränden die Drachen der Kitesurfer. Meer und ein gepflegtes Fairway machen die Golfplätze Portugals unter Kennern zu den besten in Europa. Abschlagen in spektakulärer Natur. Die Bucht von Estoril, ein nobles Seebad mit berühmtem Casino.
In direkter Nachbarschaft liegt Keshkaish, gesichert mit einem Fort, dazu Yachthafen und kleine Sandbuchten. Aus dem kleinen Fischerort wurde bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert ein mondäner Treffpunkt der High Society. Besonders das angenehme lokale Klima hatte es der noblen Gesellschaft angetan. Heute wieder gut bürgerlich und ohne blaues Blut, konnte sich Keshkaish seinen ursprünglichen Charme erhalten. Die Fischerboote gehen immer noch auf Fang. Das Rathaus mit seinem Kachelgemälden. Das große Erdbeben haben sie unbeschadet überstanden. Auf dem Platz davor steht ein Bronzedenkmal König Petrus I. Der letzte Herrscher aus dem Hause Burgund trägt den Beinamen der Grausame. Am Ende des Strandes steht auf markanten Felsen einer der schönsten Leuchttürme Portugals. Im Casa de Santa Maria residierten im letzten Jahrhundert Adlige während der Sommerfrische. Herzogin Charlotte von Luxemburg, König Umberto II. Aus Italien oder die Herzöge von Windsor waren oft und gern gesehene Gäste. Die Boca do Inferno, der Höllenschlund, eine geheimnisvolle Welt der Grotten, Höhlen und Tunnel. Eine Aussichtsplattform in etwa 20 Metern Höhe erschließt die stark zerklüfteten und teilweise unterspülten Granitfelsklippen. Nur selten zeigt sich das Meer von seiner so sanften Seite. Die Leuchttürme an der Costa do Sol sind oft sturmumbraust. Im Hinterland die Serra de Sintra. Nachdem im 13. Jahrhundert Lissabon Hauptstadt geworden war, errichteten die portugiesischen Könige und der Adel ihre Sommerresidenzen bevorzugt in der kühleren Bergluft. Zwei konische Schornsteine zieren den Palácio Nacional de Sintra, auch Passo Real genannt, einst Stammsitz der Könige des Hauses Aviche. Ende des 20. Jahrhunderts wurde Sintra zum Welterbe der UNESCO erklärt. Die Ruinen des Castros dos Mauros oberhalb der Altstadt bezeugen, dass einstmals die Mauren hier herrschten, nachdem sie die gesamte iberische Halbinsel erobert hatten. Ebenfalls in exponierter Lage wurde Ende des 19. Jahrhunderts der Palacio de Peña erbaut, ein Märchenschloss. Bauherr der fantasievollen Anlage war Ferdinand von Sachsen-Coburg, der Gatte der jungen Königin Maria II. Architekt war der deutsche Baron von Schwege. Zur gleichen Zeit entstand in Bayern, Neuschwanstein, ein ähnliches Luftschloss eines schwärmerischen Königs. Die herrschaftliche Residenz blieb nur kurz im Besitz des Königspaars. Portugal wurde 1910 Republik, der Palast ein Museum. Dennoch blieb alles so erhalten wie zu Zeiten der blaublütigen Bewohner. Durch die südliche Provinz Alentejo fließt träge der Sado, ein Refugium für Wasservögel. Eine alte Zugbrücke, als schützenswertes Baudenkmal deklariert, trotzt standhaft den Modernisierungsversuchen. Über sie führt der Weg zu den Salzgärten des Landes. Am Rio Sado liegt das Städtchen Alcácer do Sal, zu Deutsch Salzburg, nur ohne Mozart. Die kalksteingetünchte Kathedrale haben Störche in Besitz genommen. Einen idealen Lebensraum bieten die überfluteten Felder in der Umgebung. Nicht weit entfernt liegt das Zentrum für eines der wichtigsten Exportgüter der portugiesischen Landwirtschaft.
In der Serra de Grandula wachsen hauptsächlich Korkeichen. Ihre wertvolle Rinde kann nur alle 10 Jahre geerntet werden. Die Markierungen an den Bäumen verraten, in welchem Jahr die Ernte möglich ist. Antonio Rocha ist Korkbauer. Mit einem Messer kontrolliert er die Dicke der Rinde. So kann er feststellen, ob die Eiche gut wächst. Man muss sich viel Zeit nehmen, weil die Bäume langsam wachsen. Das muss man akzeptieren. Es wird oft gesagt, dass die Menschen im Alentejo daher sehr geduldig sind. Vielleicht stimmt das nicht, aber alles, was mit der Natur zu tun hat, dauert hier viele Jahre. Wir brauchen also viel Geduld, bis wir eine gute Qualität erzielen. Der Kork hier wird auf der ganzen Welt verwendet. Ist die Rinde dick genug, werden die Bäume mühsam von Hand geschält. 3 Monate müssen die aufgestapelten Rinden trocknen. 90 Millionen Korkeichen liefern in Portugal jährlich 15.000 Tonnen Kork, 50% des Weltbedarfs. Dieser Kork ist 10 Jahre gewachsen. Er stammt aus den oberen Bereichen des Baumes. Diese Rinde ist besonders gut. Sie ist in der Innenseite glatt und hat eine hohe Dichte. Damit können wir einen perfekten Flaschenkorken herstellen. Sie sind auf der ganzen Welt gefragt und werden für sehr gute Weine verwendet. Etwa 150 Kilometer südlich von Lissabon liegt an der Küste Sines. Berühmtheit erlangte der Ort durch den großen Seefahrer und Entdecker Vasco da Gama, der hier als Sohn des Bürgermeisters 1469 geboren wurde. Sines war einst ein unbedeutender Ort an einer felsigen Bucht mit Sandstrand. Mittlerweile ist der Industriehafen aber zu einem der wichtigsten Umschlagplätze mit riesigen Erdölraffinerien gewachsen. Steile Felsklippen, raues Meer, aber ein mildes Klima. Warme Luft- und Meeresströmungen aus Afrika machen die Algarve zu Portugals sonnigem Süden. Ein Leuchtturm am Cabo de São Vicente warnt die Schiffe vor den 60 Meter hohen Felsklippen. Im Mittelalter wurde hier das Ende der Welt vermutet. Tatsächlich ist es Europas südwestlichster Punkt. Auf der felsigen Landzunge trotzt die Vegetation den starken Winden. Im milden Klima gedeihen Zistrosen, Blausterne, Wacholder und Wicken. Im Frühling verwandeln sie die Felsen in einen bunten Blumenteppich. Geschützt vom Wind kleine Sandbuchten. Sie machen die Algarve zur beliebtesten Ferienregion Portugals. Hier, am Ende der alten Welt, an der Südwestspitze der Algarve, in Ponte de Sagres, verbrachte der größte Mann Portugals die letzten 40 Jahre seines Lebens. Hier gründete er seine Marineschule, von der diese Windrose eines der spärlichen Reste ist. Die Rede ist von Heinrich dem Seefahrer. Zusammen mit Geographen, Kartografen und Astronomen arbeitete er an der Entwicklung neuer Seefahrtstechniken. Ergebnis der Forschungen war die Karavelle, den herkömmlichen Segelschiffen an Manövrierfähigkeit und Seetüchtigkeit weit überlegen. Von hier aus verwirklichte Heinrich seinen Traum, zu sehen, was hinter den Kanarischen Inseln liegt und zu versuchen, das vor dem Menschen Verborgene zu entdecken. Allerdings war er nur Auftraggeber. Er selbst bestieg keines der Expeditionsschiffe. Ab Sagres beginnt die eigentliche Algarve-Küste, wo sich eine Sandbucht an die nächste reiht, sprich ein Ferienort an den anderen. Auf den ersten Blick wirken alle gleich, doch der Unterschied liegt im Detail. Starke oder schwache Brandung, überfüllt oder menschenleer. Felskegel säumen den Strand von Lagos, an einer der größten Buchten der Algarve. Viel Sand und blaugrünes Wasser.
Die Hafeneinfahrt bewacht seit dem 17. Jahrhundert das Forte de Ponta de Bandeira. Die Seefahrt brachte Lagos Reichtum und Ansehen. Der Handel, auch der mit Sklaven, blühte. In Lagos steht das Denkmal Heinrichs des Seefahrers. Hier stachen die Schiffe der Entdecker in See. Die Pfarrkirche aus dem 16. Jahrhundert überstand das große Beben im 18. Jahrhundert. Seitdem halten es die Bewohner noch etwas strenger mit dem Glauben. In diesem Gebäude sollen im 15. Jahrhundert die ersten Sklaven aus Afrika versteigert worden sein. Die Schattenseite der portugiesischen Entdeckerreisen. Lagos lebt von den Besuchern. Der Tourismus ist die größte Einnahmequelle. Das Denkmal von König Dom Sebastião, das den eigenwilligen Regenten ebenso eigenwillig darstellt. Gegen Abend füllen sich die Gassen der Altstadt. Entspannter Stadtbummel mit kleinen Überraschungen. In Lagos Flaniermeile reihen sich die Lokale aneinander. Zum Fisch gibt's Rotwein aus dem Norden des Landes. Die frischen Meeresfrüchte werden in einer Kataplana serviert. Ein Kochutensil mit arabischer Vergangenheit. Der Inhalt? Fisch und Meeresfrüchte in Weißwein. Dazu Kartoffeln mit Knoblauch und Kräutern. Eine gute Grundlage für den weiteren Abend. Lagos ist für den nächtlichen Dreikampf gerüstet. Restaurant, Bar, Club. An der Algarve wird gerne bis früh in den Morgen gefeiert. Von Lagos fahren Boote 2 Kilometer südlich zur Ponta de Piedade. In der vorspringenden roten Steilküste haben sich bizarre Felsformationen und Grotten gebildet. Für die Fischer ist die Bootsvermietung viel lukrativer als der mühselige Fischfang. Die einstündige Fahrt durch die Felsklippenlandschaft ist die gefragteste Tour an der Algarve. Ein endlos scheinendes Labyrinth aus Grotten, Tunneln, Toren und Felsen. Einfallendes Sonnenlicht lässt das Wasser grün leuchten. Zum Baden bleibt in dieser Traumkulisse allerdings wenig Zeit. Der Kapitän mahnt zur Rückkehr. Im Hafen warten schon weitere Reisegruppen, um die schönste Felsformation der Algarve zu besichtigen. Weiter östlich überspannt die Ponte de Portimão den Rio Arade. Das flache Marschland der Umgebung ist ideal für die Salzgewinnung. Trockenes Klima, kaum Regen, hohe Temperaturen. Schnell verdunstet das Meerwasser in den Becken, bis kristallines Salz übrig bleibt. Der Sandstrand von Alvor erstreckt sich 3 Kilometer lang. Das Wasser ist flach und warm. Hier ist man eifrig damit beschäftigt, gar nichts zu tun. Urlaub am Meer. Mehr wird nicht verlangt. Eingebettet in die Dünen das Strandcafé. Daneben allerdings rücken die Betonklötze an die Klippen heran.
Eine Bucht weiter werden solche Bausünden nicht begangen. Eine ungetrübte Küstenidylle. Feinster Sand in einer geschützten Bucht. In Carvoeiro wurden die Klippen nur behutsam bebaut. Mehr als 3 Stockwerke sind nicht erlaubt. So konnte sich der ehemalige Fischerort seinen Charme bewahren. Ursprünglichkeit in Verbindung mit den schönen Stränden hat Carvoeiro zu einem gefragten Ort für Ferienhauskäufer gemacht. Die Händler haben sich bestens auf das Geschäft mit den Urlaubern eingestellt. Silvesh war früher die Hauptstadt der arabischen Provinz Algarb, woraus sich das Wort Algarve entwickelte. Erst im 13. Jahrhundert bei der Reconquista, der christlichen Rückeroberung der iberischen Halbinsel, konnten die Mauren vertrieben werden. Die Kathedrale wurde auf den Resten einer zerstörten Moschee errichtet. Das maurische Kastell aus rotem Sandstein diente jetzt als Festung und Gefängnis. Von den wehrhaften Mauern bietet sich ein weiter Blick auf die Stadt zu ihren Füßen. Im Innern zeigt sich die trutzige Anlage ganz anmutig. Rosen verströmen ihren Duft in den gepflegten Ziergärten. Warmes Licht am Strand von Albufeira in den frühen Abendstunden. Jetzt ist Platz für ausgedehnte Spaziergänge und Sport. In der Hochsaison ist der Strand zur Mittagszeit meist überlaufen. Schließlich ist Albufeira der meistbesuchte Ferienort der Algarve. Wenn die Sonne untergeht, rüstet sich die Urlauberhochburg für den Ansturm der ausgehfreudigen Gäste. Damit die vielen Nachtschwärmer möglichst bequem in die Gassen der Altstadt hinabsteigen können, wurde direkt in die Felsklippe eine Rolltreppe gebaut. Souvenirgeschäfte, Bars, Discos und Restaurants. In den Gassen ist am Abend einiges geboten. Unter die 30.000 Einheimischen mischen sich über die Hochsaison 300.000 Feriengäste, untergebracht in über 160 Hotels. Ein absolutes Saisongeschäft. Zwischen Ende September und Anfang April verfällt Albufeira in einen Dornröschenschlaf. Bis dahin heißt es für die Restaurants, Hotels und Straßenkünstler, ordentlich Kasse machen. Das Geld muss über den Winter reichen. Je spektakulärer die Show, umso mehr landet am Ende im Hut. Der Bau des internationalen Flughafens von Faro war entscheidend für die touristische Entwicklung der Region. Die Stadt liegt an einer durch lange Sandbänke geschützten Lagune. Die Unterschiede von Ebbe und Flut sind hier besonders deutlich zu sehen. Der Naturpark Ria Formosa ist Station für viele Zugvögel. Schon im 18. Jahrhundert wurde Faro Hauptstadt der Algarve.
Nach Invasionen, Brand und Erdbeben wurde die Stadt immer wieder aufgebaut und wuchs bis heute auf 50.000 Einwohner. Hinter dem Stadttor verbirgt sich eine ruhige und gemütliche Altstadt, die nach dem großen Erdbeben gänzlich zerstört war. Auf dem Hauptplatz Largo da Sé wachsen vor dem Priesterseminar Orangenbäume. Die Luft riecht nach Zitrusfrüchten. Bischof Francisco Gomes de Avelar setzte sich nach dem Erdbeben für den Aufbau der verfallenen Stadt ein. Viele der neuen Häuser wurden mit Wandkacheln, den Azulejos, verkleidet. Naheliegend heute ein passendes Kunstsouvenir. Das Wort stammt aus dem Arabischen und bedeutet Mosaikstein. Anfangs nur als Schmuckrelieffliesen verwendet, werden später ganze Fliesenteppiche mit verschiedensten Bildmotiven an Kirchen, Palästen und den Häusern reicher Bürger angebracht. Die Geschichte der Algarve-Städte ist fast immer die gleiche. Nach mehreren Jahrhunderten Maurenherrschaft wurden die Orte nach und nach von den christlichen Königen zurückerobert. Was blieb, sind die Spuren ihrer blühenden Kultur, wie die kachelbesetzten Geschäftshäuser in der Altstadt. Dieses baufällige Haus soll bald renoviert werden. Solange dürfen sich Künstler an der Fassade austoben. Kunst mit Verfallsdatum. Die Igreja do Carmo stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist der bedeutendste Sakralbau in Faro. Im Innern feinstes Schnitzwerk mit Blattgold überzogen. Für die Verehrung der Gottesmutter haben die Gläubigen über Jahrhunderte für großzügige Spenden den Geldbeutel geöffnet. Auf dem alten Friedhof hinter der Kirche wird's gruselig. Die Capella dos Ossus, eine Knochenkapelle. Wände und Decke sind mit den Gebeinen verstorbener Mönche gestaltet. Ein schauriges Mahnmal zur Vergänglichkeit menschlichen Lebens. Eine Brücke aus der Römerzeit über den Rio Gelao verbindet die beiden Stadtteile von Tavira. Das Städtchen mit dem malerischen Ortsbild döst seit der Versandung des Hafens in stiller Bedeutungslosigkeit. Die Kais und Molen sind durch eine Landzunge vom Meer abgeschnitten. Der Weg hinaus über den Fluss ist weit. Am Ufer reihen sich Häuser mit bunt verzierten Dächern, ein Zeichen einstigen Reichtums. Die guten Zeiten sind vorbei. So hat Tavira einen anderen Schatz zu bieten. Ruhe, Entspannung, ein Leben ohne Hektik. Algarve-Reisende kommen meist nur für einen kurzen Zwischenstopp vorbei. Die Ruhe ist dann doch etwas zu viel auf einmal. Im Jardin Publico sind die Einheimischen meistens unter sich. Im Schatten der Platanen treffen sich die Alten. Zurück ans Meer bei Faro. Die Strände im Osten der Algarve sind flach und weitläufig. Hier verlieren sich die Sonnenanbeter sogar während der Hochsaison. Der Strand zieht sich fast lückenlos 30 Kilometer lang bis zur spanischen Grenze. An ihr entlang führt eine Schnellstraße ins Hinterland der Algarve. Große Stauseen versorgen Portugals trockenste Region mit ausreichend Trinkwasser. Nach 40 Kilometern Fahrt endet die Algarve. Jetzt beginnt das hügelige Hochland des Alentejo. Sonnenaufgang im Parque Natural do Vale de Guadiana.
ein Lebensraum für seltene Pflanzen und Vogelarten. Der Rio Guadiana hat sich tief in die Landschaft eingeschnitten. An seinen Ufern Mertola mit einer Maurenburg und der Kirche Igreja Matriz, einst Moschee. Überall im Süden des Landes trifft man auf die arabische Vergangenheit. Die kleinen Tabernas im Ort tischen regionale Spezialitäten auf, wie Presunto mit Weizenbrot, eben erst im Ofen gebacken. Einfach, rustikal und sehr gehaltvoll. Die kleinen Ortschaften und Dörfer sind am besten mit dem Auto zu erreichen. Die Landschaft des Alentejo, das ist das stille, melancholische Portugal. Einsam, menschenleer und teilweise sehr arm. Ein karges, endlos scheinendes Hochtafelland. Auf den trockenen Wiesen weiden Schafherden. Die Menschen leben fast ausschließlich von der Landwirtschaft. Beja, die Hauptstadt der Region Baixo Alentejo. Hier brachte es eine Nonne zu literarischem Ruhm. Die Lettre Portugaise, Liebesbriefe, die eine verlassene Frau hinter den Mauern dieses Klosters ihrem französischen Liebhaber hinterher schickt. Das Innere der Kirche, heute ein Museum, ist mit prächtigen Talaraltären, vergoldeten Holzschnitzwerken ausgestattet. Die kunstvoll verzierten heiligen Figuren begleiten Prozessionszüge. An die Kirche schließt sich das einstige Convento da Nossa Senhora de Conceição an. Trotz der meist ärmlichen Landbevölkerung wurde das Kloster mit kostbaren Deckenfresken und Azulejos ausgekleidet. Korkeichen und Olivenbäume, soweit das Auge reicht. Mühsam ist die Ernte der Oliven, die mit langen Stangen von den Bäumen geschlagen werden. Das Öl und die Früchte sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Landesküche. In der einstigen Kornkammer Portugals liegen verstreut einsame Gehöfte. Das Alentejo ist die Heimat der Pferderasse Alta Real. Die königlichen Pferde waren im 20. Jahrhundert fast ausgestorben. Erst intensive Zuchtprogramme konnten die Rasse noch retten. Évora, in der Hochebene des Alentejo, war schon unter römischer Besatzung eine bedeutende Festungsstadt und im Mittelalter ein Zentrum für Wissenschaft und Kunst. Aus dem Marmorbrunnen auf dem Hauptplatz floss schon im 16. Jahrhundert das Wasser, das über ein Aquädukt in die Stadt geleitet wurde. Als Évora dann noch zum Sitz der portugiesischen Könige auserkoren wurde, hatte die Stadt ihren Zenit erreicht. An der höchsten Stelle erheben sich theatralisch 14 korinthische Granitsäulen, Teil des Tempels der Diana. Später wurde das Ensemble als Schlachthof genutzt. Den marmornen Renaissancebrunnen ziert eine Weltkugel, Zeichen einer neu angebrochenen Zeit. Der Stadtkern wurde 1986 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Die Museumsstadt bietet ein gut erhaltenes maurisch-mittelalterliches Bild. Die einstige Lebensader der Stadt. Vor 500 Jahren wurde das Aquädukt als technisches Meisterwerk gefeiert und soll silbernes Wasser bis zum Hauptplatz getragen haben. Das Alentejo,
Eine weite, menschenleere Landschaft, in der die Natur zum Maler wird. Das fünfeckige Fort von Elvas wurde im 17. Jahrhundert als Bollwerk gegen die Spanier in unmittelbarer Nachbarschaft errichtet. Die alte Feindschaft ist vorbei. Heute profitiert Elvas vom regen Grenzverkehr mit den Nachbarn. Die Spanier kommen zum Einkaufen oder Sightseeing. Die schlichte Fassade der Kathedrale täuscht über den Reichtum im Innern hinweg. Wasserspeier sollen böse Geister abhalten. In der Glut der Mittagszeit ist der Kirchplatz wie ausgestorben. Nur die Einheimischen harren im Schatten aus. Ein kunstvoll skulptierter manuelinischer Pelourinho, ein Pranger oder Schandpfahl aus dem 16. Jahrhundert, versteckt sich auf der Rückseite der Kathedrale. Der warme Hochlandwind ist der beste Wäschetrockner. Als im 16. Jahrhundert die einzige Trinkwasserquelle zu versiegen begann, stampften tausende Arbeiter in kürzester Zeit den 30 Meter hohen Aquädukt aus dem Boden. Noch heute liefert er aus der 8 Kilometer entfernten Quelle in Amorera Wasser nach Elvas. Jeder Winkel des Landes ist bestens erschlossen. Im nordöstlichen Alentejo, die Serra de São Mamede. Wehrhafte Mauern auf einem 800 Meter hohen Felsgrat. Bedingt durch ihre strategische Lage wurde die Festung Marvão oft umkämpft. Einst von den Mauren im 9. Jahrhundert errichtet und dann von den Portugiesen zurückerobert, musste die Anlage über Jahrhunderte spanische Angriffe abwehren, oft vergeblich. Der Feind lag in Sichtweite. Unter der stetigen Bedrohung wurde Marvão über die Jahrhunderte ausgebaut. Mit einem ausgeklügelten Zisternensystem konnte die Festungsstadt Belagerungen von über 6 Monaten überstehen. Hinter den Festungsmauern duckt sich der Ort Marvão, in dem heute über 3000 Menschen leben. Es geht nach Zentralportugal, in die Serra da Estrela, ein von Erosion und Weststürmen geprägtes Gebirge. Eine Mondlandschaft aus Granitsteinen. Nur vereinzelt wachsen Bäume. Ab 900 Metern Höhe wird die Vegetation immer karger. Ein Stausee fängt wertvolles Wasser auf. Dahinter die mächtige Felswand des Torre. Er ist mit 1993 Metern der höchste Berg Portugals. Radelnde Gipfelstürmer treten in die Pedale. Dutzende Touranbieter verleihen Fahrräder inklusive Hotelpaket. Eine Bergetappe mit Panoramablick. Vor dem Gipfel stecken den Fahrern schon über 40 Kilometer in den Beinen, davon 25 gnadenlos bergauf. Thiago Tremosso aus der Nähe von Lissabon ist endlich am Ziel. Ich habe mir einen Traum erfüllt und kann wieder etwas auf meiner Lebensliste abhaken. Ich bin stolz, dass ich die über 1900 Meter hier hoch geschafft habe. Das ist einer der schönsten Orte Portugals. Der Kontakt zur Natur ist großartig. Die Luft hier ist viel klarer und sauberer. Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Die Belohnung für die Strapazen, 360 Grad Panoramablick. Der Torre ist bestens erschlossen.
Die Fahrradfahrer müssen sich ihre Stärkung nicht selbst mitbringen. Im Gipfelsupermarkt sind die Regale gut gefüllt. Riesige Beinschinken und pikante Salami, von den Bergbauern geräuchert. Berühmt für die Region und in ganz Portugal gern gegessen, der Queijo Serra da Estrela, ein mit Kräutern gewürzter Käse aus Schafsmilch. Er wird in unterschiedlichen Reifegraden angeboten. Wenn der Gipfeltrubel nachlässt, kehrt am Torre Ruhe ein. Eine karge Landschaft von bizarrer Schönheit. Hier liegt das einzige Skigebiet des Landes, allerdings mit wenig Schneegarantie. Der Gebirgsriegel trennt Portugal klimatisch in zwei Hälften, den trockenen Süden und den feuchten, niederschlagsreichen Norden. An den Ufern des Douros liegen die wichtigsten Weinanbaugebiete des Landes. In Lamego führt eine prächtige barocke Treppenanlage hinauf zur Kirche Santuario Nossa Senhora dos Remédios. Die Terrassen schmücken Kacheln mit Marienmotiven. Auf der vorletzten Ebene der Hof der Könige Israels, des Heiligen Landes der Mutter Gottes. ...686 Stufen sind es bis nach oben, die Pilger während der Wallfahrtszeit erklimmen. Ihr Ziel? Ein Marienbild mit Jesuskind im Innern der Kirche. Es soll Wunder bewirken. Das Pilgerfest im September ist alles andere als andächtig. Zu Ehren der Mutter Gottes wird musiziert, getanzt und am Abend exzessiv getrunken. Das soll das Bewusstsein erweitern und den Glauben schärfen. Wein gibt es genug. Lamego ist das Zentrum des Vinho Verde, eines leicht schäumenden Weines aus früh geernteten Trauben. Das Douro-Tal ist außerdem für den Anbau von Portwein berühmt. In jahrhundertelanger Schwerstarbeit wurden auf dem Schieferboden der Uferhänge Terrassen angelegt, auf denen 40 unterschiedliche Rebsorten gedeihen. Der starke und süße Wein wird später mit Schnaps versetzt. Das macht ihn besonders lang haltbar. In der Nähe der Stadt Vila Real gilt das Weingut Mateusz als Inbegriff barocker Architektur. Das prunkvolle Gebäude wurde durch den Verkauf des gleichnamigen Roséweins finanziert und 1911 zum Nationaldenkmal erklärt. Das schlossartige Anwesen besitzt einen kunstvoll angelegten barocken Garten. Führungen sind nur in angemeldeten Gruppen möglich. Allerdings lassen sich die Ziergärten auch alleine entdecken. Fast täglich verpassen Gärtner den Hecken einen geometrischen Formschnitt. Ein gepflegter Garten Eden in einer Reblandschaft. In Guimarães wurde im 12. Jahrhundert Afonso Henriques geboren. Nach dem Sieg über die Mauren ließ er sich zum König ausrufen und machte Guimarães zur Hauptstadt, weshalb der Ort als Wiege der Nation gilt. In der Altstadt steht eine gotisch-manuelinische Halle mit 4 Spitzbögen und einem Kreuz. Es erinnert an die siegreiche, schicksalshafte Schlacht am Rio Salado 1340. Das einstige Rathaus mit seinem zinnenbesetzten Dach wirkt wie eine Trutzburg. Die Wasserspeier mit Kanonen unterstreichen diesen Eindruck. An der Barockfassade des ehemaligen Klosters Santa Clara thront die Schutzheilige der Stadt.
Der Kreuzgang des Benediktinerklosters beherbergt heute ein Museum mit Sakralkunst, Wandmalereien und Keramiken. Als erster König Portugals ging Afonso Henriques in die Geschichte ein. Sein Kastell ist heute noch auf dem Staatswappen abgebildet. Die Burg ist die eindrucksvollste gut erhaltene Wehranlage des Landes. Der Überlieferung nach wurde Afonso Henriques hier geboren. Und in der romanischen Kapelle San Miguel 1110 getauft. Auf einem Hügel östlich von Braga führt eine der schönsten doppelläufigen Treppenanlagen hinauf zur Wallfahrtskirche Bom Jesus do Monte. Solche Schautreppen sind eine portugiesische Spezialität. Frömmigkeit und barocke Bombastik vereinen sich prächtig. Die Treppen überwinden über 100 Höhenmeter. Wer sich den anstrengenden Weg sparen will, besteigt die alte Standseilbahn aus dem Jahr 1882. Mit Wasser befüllt, zieht das Gewicht des oberen Wagens den unteren Waggon den Hügel hoch. Die Technik funktioniert ohne Strom. Die 14 Kapellen am Treppenaufgang zeichnen den Leidensweg Christi nach. Von der Verurteilung durch Pontius Pilatus bis zur Kreuzigung und Grablegung. Der Leidensweg endet in der Wallfahrtskirche aus dem 18. Jahrhundert. Jesus ist auf dem Felsen Golgatha ans Kreuz geschlagen, umringt von seinen römischen Peinigern. Es folgen Tod, Auferstehung und ewiges Leben. Bom Jesus do Monte ist eines der wichtigsten Pilgerziele in Portugal. Die mystische Lichtstimmung bei Sonnenuntergang trägt ihren Teil bei. Stauseen und tief eingeschnittene Täler prägen das Bild im Minho im äußersten Norden. Niederschlag sorgt für ein feuchtes Klima. Trotz großer Fruchtbarkeit der Böden konnte die meist rückständig betriebene Landwirtschaft die Menschen nicht ernähren. Sie wandern noch heute aus. Auf den ersten Blick wirken sie wie bizarre Grabkammern, aber es sind Vorratsspeicher für Getreide und Mais, die sogenannten Espigairos. Zwischen Steinstützen und Speicher sind flache Steinplatten geschoben. Sie fungieren als Mäusesperren. Schlitze sorgen für ausreichend Belüftung, damit Korn und Mais nicht schimmeln. Am Fluss Rio Cavado liegt Barcelos, die Ruine des ehemaligen herzoglichen Palastes der Grafen von Braganza, ist heute ein Freilichtmuseum mit Steinkreuzen, Wappen und Sarkophagen. Einst römische Siedlung, entwickelte sich Barcelos in ein florierendes Zentrum für Landwirtschaft und Kunsthandwerk. Im Mai findet hier die Festa das Cruces statt, mit riesigen Blumenteppichen vor der Kirche. Zeichen der städtischen Gerichtsbarkeit ist der gotische Schandpfahl.
Hier wurde im 17. Jahrhundert ein Mann angekettet, dessen Geschichte zur Entstehung des bekanntesten Werbesymbols Portugals geführt hat, den Hahn von Barcelos. Viele Töpferwerkstätten haben sich ganz auf die traditionelle Herstellung des Tontieres verlegt. Der Legende nach wurde ein frommer Pilger auf dem Weg nach Santiago de Compostela irrtümlich wegen Silberdiebstahls zu Tode verurteilt. Als Beweis seiner Unschuld, so sagte er, würde der gebratene Hahn, den sein Richter gerade verspeisen wollte, vom Teller springen und krähen. Das Wunder geschah, das Urteil wurde aufgehoben. Der Gerettete stiftete dem Tier ein tönernes Denkmal, heute tausendfach kopiert. Im Ofen werden die Figuren bei 900 Grad gebrannt. Und dann mit überlieferten Mustern bemalt. Als Portugals Souvenir Nummer 1 wandert der Galo de Barcelos später in die Andenkenläden im ganzen Land. Porto, an der Mündung des Douro in den Atlantik. Mit rund 240.000 Einwohnern zweitgrößte Stadt des Landes. Eine wohlhabende Metropole mit florierendem Handel. Nicht ohne Stolz nennt sich Porto Hauptstadt des Nordens. Auf dem weiträumigen Platz der Freiheit steht das Reiterdenkmal von König Pedro IV., der auch Kaiser von Brasilien war. Stattliche Geschäftshäuser und Banken säumen den Platz. Porto ist die Stadt der Händler und Kaufleute. Porto lacht nicht, Porto arbeitet, sagen die restlichen Portugiesen. Das Rathaus wurde Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet. Weiteres Wahrzeichen ist die Igreja dos Clérigos mit ihrem Glockenturm. Am bequemsten lässt sich die hügelige Altstadt mit den Elektrikus, den historischen Straßenbahnen, erkunden. An der Praça de Gomes Teixeira steht die Kirche Igreja do Campo. An ihrer Ostseite ist sie gänzlich mit Wandkacheln verkleidet. Auf dem Platz davor ein mit geflügelten Löwen geschmückter Brunnen, Zeichen für die Macht und den Stolz der Handelsmetropole. Über den Dächern der Altstadt ragt Portos Wahrzeichen in den Himmel, der Torre dos Clérigos mit 75 Metern höchster Glockenturm des Landes. Durch die steilen Berghänge am Douro ist die Stadt besonders dicht bebaut. Großzügig wurde immerhin Portos Hauptbahnhof angelegt. Fliesenbilder der Eingangshalle von 1930 stellen die Entwicklung der Transportmittel dar. Mit milliardenschweren EU-Krediten hat Portugal in den letzten Jahren viel in seine Infrastruktur investiert. Zwischen Porto und Lissabon verkehren Schnellzüge. Aus Porto kommt der berühmte Portwein, den die Engländer so gerne trinken. Früher wurden die Trauben aus dem oberen Douro-Tal auf den Barcus Rabelus, den flachen Kähnen, zur weiteren Verarbeitung hierher geschafft. Heute sind die Schiffe pittoreske Reklametafeln der zahlreichen Bodegas. Unter einem Meer aus roten Dächern lagert der Portwein in über 50 Kellereien. Die meisten bieten Führungen mit Verkostung an. In Tanks und Fässern bis zu 5000 Litern lagert der meist verschnittene Wein zwischen 2 und 50 Jahren. Das Geheimnis hinter dem Abfüllhahn, seine Zusammensetzung von Branntwein, Rotwein und aus welchen Rebsorten, wird natürlich nicht preisgegeben. Allenfalls probieren darf der potenzielle Käufer. Wer ein Kenner werden will, muss oft und reichlich ins Glas schauen. Über den Kellereien schwebt die Teleférico de Gaia vorbei an der mittelalterlichen Kulisse Portos. Die Ponte Dom Luís aus dem Jahr 1880
Auf der unteren Ebene fließt der Verkehr. Das obere Deck ist für Fußgänger und die Metro vorbehalten. Von der 60 Meter hohen Stahlkonstruktion geht der Blick weit. Im Abendlicht schaukeln die Kähne der Weinkellereien, die Porto in der ganzen Welt berühmt gemacht haben. ...1800 Kilometer lang erstreckt sich Portugals Atlantikküste. Die Strände im Norden sind nur selten überlaufen. Aveiro erlangte im 15. und 16. Jahrhundert Berühmtheit, als hier einige Schiffe der portugiesischen Entdecker ablegten. Heute ist Aveiro berühmt für die bemalten Bugstäven der Tangboote. Der als Dünger sehr geschätzte Seetang wurde mit Rechen aus dem Brackwasser gefischt. Kunstdünger ist heute allerdings billiger. Dennoch haben einige Boote als Touristenattraktion die Zeit überdauert. Entlang der Küste, die ab Aveiro Costa Nova heißt, ziehen sich lange Sandstrände mit teilweise starker Brandung. Vom Meer weht zuverlässig starker Wind. Ein perfekter Spot für Kitesurfer. Bei Sonnenuntergang blitzt das Feuer der Leuchttürme auf. Die gesamte Atlantikküste ist so für die Schifffahrt gesichert. Hinter dem Meer erstreckt sich eine Lagune, ein windgeschützter Ort für Binnenfischer und Frühsportler. Die bunt gestreiften Fischerhäuschen aus Holz werden Paieros genannt. Es gibt sie nur bei Aveiro. Ursprünglich wurden darin Netze geflickt und Bootszubehör gelagert. Doch als im 19. Jahrhundert die Region für den Tourismus entdeckt wurde, baute man die ehemaligen Scheunen zu Wohnhäusern um. In der Lagune liegen die Boote der Binnenfischer. In ihren Netzen zappeln hauptsächlich Krebse und Krabben. Eine mühsame Arbeit mit oft geringem Ertrag. Auf dem Markt im Bairro dos Pescadores kommt der Fang der Hochseefischer auf den Tisch. Makrelen, Sardinen, Thunfische und alles, was das Meer sonst noch zu bieten hat. Die Preise sind zwar ausgeschrieben, trotzdem wird gehandelt. Ist man sich einig, wird der Fisch portioniert. Auf halbem Weg zwischen Porto und Lissabon liegt am rechten Ufer des Rio Mondego Coimbra. Sie war bis 1911 einzige Universitätsstadt des Landes. Der Turm der alten Universität überragt die Altstadt. Seine Glocken haben schon Generationen von Studenten zu den Vorlesungen gerufen. Das Universitätsgebäude wird spöttisch als Schulpalast bezeichnet. Denn bis 1307 wurden die herrschaftlichen Gemäuer von König Jorge III. Bewohnt. Erst als sein neues Schloss in Lissabon fertig war, siedelte er an den Tejo über. In der Biblioteca Joanina ist Wissen aus mehreren Jahrhunderten versammelt. Sie ist nach ihrem Gründer benannt, König Jorge V.
Die prunkvollen Barocksäle erinnern an die etwa zur gleichen Zeit entstandene Wiener Hofbibliothek. Schließlich stammte die Gemahlin des Herrschers, Anna Maria, aus Österreich. Die bis zu 20 Meter hohen Regale aus Tropenhölzern sind mit Goldmustern überzogen. 40.000 kostbare Bücher lagern hier. Dazu wertvolle Handschriften aus allen Teilen Portugals. Seit 100 Jahren dürfen die Bände nur noch mit Sondergenehmigung eingesehen werden. Die Deckengemälde von Antonio Ribeiro verherrlichen das Leben der Königsfamilie. Die Absolventen der Hochschule haben die besten Chancen auf einen guten Job. Bis zur Nelkenrevolution 1974 wurde das Bildungssystem in Portugal vernachlässigt. Daher ist die Analphabetenrate im Vergleich zu anderen europäischen Staaten noch relativ hoch. Die Festsäle mit bunt bemalten Muldendecken werden zu Promotions- und Habilitationsfeiern benutzt. Die meisten Studenten bleiben ihrer Universität in Alumni-Verbänden das ganze Leben lang treu. In Coimbra leben 30.000 Studenten. Eine Besonderheit sind die Republikas. Die Organisationen stellen Wohnraum für Studenten zur Verfügung. Eine Hausverwaltung gibt es nicht. Die Fassade ist dementsprechend individuell. Die Studenten-Communities sind besonders zu Semesterbeginn beliebt, wenn frische Schulabgänger aufgenommen werden. Es gibt dann allerlei Rituale. Dazu gehört, von Taberna zu Taberna ziehen und ordentlich bechern. Das hilft beim Kennenlernen. Die feierfreudigen Studenten stören in Coimbra niemanden. Im Gegenteil, die Jugend bringt frischen Wind in die alten Gassen und trägt maßgeblich zu ihrem Flair bei. In der Stadt herrscht eine entspannte Atmosphäre. Straßenkünstler finden schnell ihr dankbares Publikum. Dafür reisen sie aus ganz Portugal an. Dieser Zauberer hat für seine Tricks eine Assistentin aus dem Publikum gewählt. Der Kartentrick funktioniert auf Anhieb. Das muss genauso schnell belohnt werden. Von den Städten Zentralportugals ist es meistens nur ein Katzensprung an die Atlantikküste. Ausgedehnte Sandstrände wechseln sich mit Steilklippen ab, die dem anrollenden Meer trotzen. Den Aufstieg zum weltberühmten Wallfahrtsort erlebte das Dörfchen Fatima nach einer Marienerscheinung. Sie hatte sich drei Hirtenkindern gezeigt. Der Anbetungsplatz der heiligen Fatima ist doppelt so groß wie der der Peterskirche in Rom. Über 200 Meter rutschen die Pilger in Richtung Rosenkranzbasilika. Die Verehrung unserer lieben Frau von Fatima wurde von der katholischen Kirche offiziell 1930 anerkannt. 13 Jahre nach den Erscheinungen. Jährlich pilgern Hunderttausende nach Fatima. Sie bitten um Vergebung ihrer Sünden und Heilung von Krankheiten. Kerzen, das alte Leben symbolisierend, und Wachsfiguren werden angezündet. In der 65 Meter hohen Basilika sind die Hirtenkinder bestattet. Sie wurden später von Papst Johannes Paul II. Heilig gesprochen. Obwohl auch in Portugal die Zahl der Kirchgänger zurückgeht, zieht Nossa Senhora da Fátima unvermindert Pilgerströme an.
Während drinnen andächtig gebetet wird, blüht draußen das dicke Geschäft mit den Andenken und Devotionalien. Im Angebot Postkarten, Kerzen, Rosenkränze und natürlich Figuren der heiligen Fatima. Das Zisterzienserkloster Alcobaça gab Afonso Henriques im 12. Jahrhundert in Auftrag. Zuvor hatte er die Mauren besiegt und sich zum ersten König Portugals ernannt. In der Klosterkirche stehen die Sarkophage des bekanntesten portugiesischen Liebespaares, König Pedro I. und Inés de Castro. Noch als Thronfolger musste Pedro Constanze von Kastilien heiraten, obwohl er sein Herz an ihre Hofdame Inés verloren hatte. Nach dem frühen Tod seiner Frau holte Pedro die verbannte Inés zurück und heiratete sie. Doch sie wurde von Getreuen seines Vaters ermordet. Als Pedro dann den Thron bestieg, rächte er sich schrecklich an den Tätern, was ihm den Beinamen der Grausame einbrachte. In Stein verewigt tragen die Mörder die Last des Sarkophags der Geliebten. Die Särge stehen genau gegenüber, damit, wenn die beiden am jüngsten Tag erwachen, sich als erstes ihre Blicke kreuzen. Ein unehelicher Sohn des Königs wurde als Jaus I. Begründer der Dynastie Avisch. Sein Sieg bei Ajubarrota über Kastilien sicherte Portugals Unabhängigkeit. Als Dank stiftete er das Dominikanerkloster Santa Maria da Vitoria in Batalha. Es ist das wichtigste Nationaldenkmal des Landes. Fast 150 Jahre lang wurde an der mitten auf das Schlachtfeld gestellten Anlage gebaut. So findet sich reinste Gotik neben verschnörkelter Manuelinik. Eingerahmt von Apostel- und Heiligenstatuen thront Christus in der Mitte des Westportals. Im Inneren der Kirche tragen 16 gotische Rundsäulen das Gewölbe. Das einfallende Sonnenlicht bricht sich an den Buntglasfenstern und verwandelt den Kirchenraum in ein Farbenmeer. Im Kreuzgang ließ König Manuel die Arkaden mit fein gegliedertem Maßwerk ausstatten. Hier zeigen sich das manuelinische Dekor, verschiedene Blattformen, Blumen und Ranken besonders eindrucksvoll. Am Brunnenhaus sind am verzierten Becken die arabischen Einflüsse nicht zu übersehen. Batalha, das große Freiheitsdenkmal des portugiesischen Volkes, wurde immer wieder sorgfältig renoviert. Schließlich begann in der Ära des Begründers des Klosters, Joás I. und seines Sohnes Heinrich dem Seefahrer, der Aufstieg zur Weltmacht. Im Kapitelsaal bewachen Staatsgarden das Grab des unbekannten Soldaten. Damit werden die Kämpfer geehrt, die für Portugal ihr Leben ließen, deren Namen aber nie identifiziert werden konnten. 200 Jahre hinterließen mehrere Könige ihre Spuren am Kloster. Dann wurden die Arbeiten eingestellt. Der Bau der königlichen Grabkapelle blieb unvollendet. An einem breiten Sandstrand, vor der Kulisse steiler Klippen, liegt das Fischerdorf Nazaré. Am frühen Morgen verarbeiten die Fischer ihren Fang. Nachdem die Sardinen gewaschen und gesalzen wurden, kommen sie auf ein Drahtgerüst. Gleichmäßig über das Gestell verteilt und ausgebreitet, trocknen sie in der Sonne. Die Fischerei ist in Nazaré einer der wichtigsten Erwerbszweige. Auf den Feldern im Hinterland wachsen Obst und Gemüse. Schon früh am Morgen bauen die Händler ihre Stände auf. Wenig später verwandelt sich die Markthalle in Nazaré in ein Paradies für Vitamine, Gewürze, Gemüse und frischen Fisch.
Durch die milden Winter können die Bauern ihr Gemüse fast das ganze Jahr anbauen. Das macht teure Importe überflüssig. Fische, Krebse und Muscheln sind fester Bestandteil der regionalen Küche. Auch wenn sich Besucher lieber im Restaurant versorgen, ist der lebendige Markt ein Erlebnis. Wegen seiner breiten Sandstrände ist Nazaré der meistbesuchte Badeort an der Costa Brava. Die Strände haben an einigen Stellen starke Brandung. Badegäste sollten auf die Warnhinweise achten. Einen schönen Ausblick über Bucht und Stadt bietet der 100 Meter hohe Monte Sitio, dessen Steilwände nahezu senkrecht zum Meer abfallen. Auf dem Gipfelplateau steht die Kirche Nossa Senhora de Nazaré, über Jahrhunderte ein wichtiges Pilgerziel. Doch die Marienerscheinungen in Fatima liefen ihr den Rang ab. Die Händler haben ihr Angebot auf profane Souvenirs konzentriert. Auf den Postkarten Nazarés neue Attraktionen. Durch starke Strömungen und den tiefen Graben vor der Küste türmen sich hier im Winter gewaltige Wellenberge auf. Ein weltweit gefragter Spot bei Big Wave Surfern. Der Ritt auf den Monsterwellen ist gefährlich. Doch die Profis treibt eine Herausforderung an, hier die höchste Welle der Welt zu surfen. Bis zu 30 Meter türmen sich die Wasserberge auf. Außerhalb der Big Wave-Saison im Sommer ist der Strand hinter dem Monte Sitio meistens menschenleer. Doch auch dann zeigt der Atlantik seine gefährliche Strömung. Obidos. Mit Burg und malerischer Altstadt wird es auf keiner Portugal-Rundreise ausgelassen. Hinter zinnengekrönten Mauern verstecken sich kopfsteingepflasterte, verwinkelte Gassen und weißgekalkte, blumengeschmückte Häuser. In das mittelalterliche Schmuckstück ergießen sich täglich ganze Busladungen von Touristen. Der Ort lebt fast ausschließlich von den Besuchern. Unter Denkmalschutz gestellt, gleicht er einem Freiluftmuseum mit gewaltigem Souvenirumsatz. Um Böses fernzuhalten, werden nach alter Tradition die Ecken der Häuser bunt angemalt. Doppelt geschützt hält besser. Zusätzlich wird der Ort von einer wehrhaften Mauer umgeben. Von hier bietet sich ein weiter Blick über Obidos, das König Denis im 13. Jahrhundert Isabel von Aragon zum Hochzeitsgeschenk machte. Zu jener Zeit wurde das Reich der portugiesischen Könige noch von der Steilküste des Atlantiks begrenzt. Erst 200 Jahre später stachen die Segler der waghalsigen Kapitäne in See und erweiterten die Grenzen der bekannten Welt. Schwer beladen mit den Schätzen ferner Inseln und Länder kehrten sie zurück. Portugal wurde mächtig und reich. Gold aus Amerika, Gewürze und Seide aus Asien legten den Grundstein einer Blütezeit. Heute sucht das Land am westlichsten Rand des neuen Europas seinen Platz in einer globalisierten Welt. Geblieben sind die wehmütige Erinnerung, die Sehnsucht nach der Ferne und Freiheit unter dem weiten Himmel über dem Meer, das die Menschen Portugals jahrhundertelang begleitet hat.